Heute ist Freitag, der 27. März. Eine Woche intensiv haben wir jetzt geübt. Jetzt wird es gemütlich. Wir legen uns auf den Rücken. Also. Und kümmern uns intensiv um das Becken. Das heißt, wir liegen gemütlich am Rücken und kippen das Becken nach oben und nach unten. Nach oben, nach unten, Beckenkippung. Ganz bewusst nach unten und nach oben kippen. Das heißt, einmal gehen wir mehr ins Hohlkreuz und dann gehen wir wieder nach unten, dass sich fast der untere Rücken auf den Boden ablegt. Rauf und runter. Ganz gemütlich, Beckenschaukel sozusagen. Rauf und runter. Gut, wenn das gut klappt, dann machen wir links und rechts. Einfach, dass die Beckenschaufel kerzengerade nach oben zeigt, Richtung Decke, wieder ablegt und dann die andere Beckenschaufel nach oben Richtung Decke zeigt. Links, rechts schaukeln. Einfach Beckenschaufel abwechselnd nach oben schieben. Links, rechts, links, rechts. Schaukeln, 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 schaukeln. Okay, jetzt haben wir diese Eckpunkte beschrieben. Jetzt stellen wir uns vor, wir liegen auf dem Ziffernblatt einer Uhr. Unten ist die 12, oben ist die 6, 3 und 9 links und rechts. Und wir fahren quasi mit dem Becken im Uhrzeigersinn, wie der Sekundenzeiger, das Ziffernblatt ab. Das heißt, wir gehen nach unten, seitlich, oben, seitlich, runter. Das sind recht kleine Bewegungen, die sieht man jetzt wahrscheinlich im Film nicht so gut, aber sie sind sehr intensiv. Einfach mal das Ziffernblatt abkreisen. Und wenn das ganz gut klappt, dann Richtungswechsel und gegen den Uhrzeigersinn. Einfach kreisen und das Ziffernblatt nachfahren. Einfach dann auch wieder wechseln mit Uhrzeigersinn und dann die Position und die Richtung auswählen, die am gemütlichsten ist. Also einfach mal kreisen. Becken kreisen. Und wenn das Kreisen doch nicht so angenehm ist, dann wieder zurückgehen in die Schaukel. Links, rechts schaukeln oder kippen nach unten und nach oben. Ganz nach Bedürfnis, nach Gefühl, wie es am schönsten ist. Okay. Dann machen wir jetzt noch was für die Muskelpumpe und den Kreislauf zu aktivieren. Das heißt, wir gehen in eine gemütliche Kerze, wir bleiben in Rückenlage und stemmen einfach die Beine gestreckt nach oben und fangen an, die Füße zu bewegen. Das heißt, die Zehenspitzen anziehen und wieder ausstrecken, dass hier die ganze Muskelpumpe aktiviert wird. Und jetzt zur Steigerung nehmen wir noch die Arme mit, ja, die Ellbogen aufstützen und Fäuste machen und wieder ausstrecken. Jetzt pumpen wir nach oben und nach unten, Füße pumpen, Hände pumpen und atmen. Ganz intensiv. Ausatmen und pumpen, pumpen, pumpen. Ja, das bringt den Kreislauf in Schwung. Man sagt auch, wenn man diese Übung macht, spart man sich den Kaffee in der Früh. Red ich mich leicht? Ich habe meinen Kaffee schon hinter mir. Aber, na gut, man kann es auch wahrscheinlich ohne Kaffee sehr gut meistern. Also, pumpen, pumpen, pumpen. Okay, noch dreimal tief ausatmen. Okay, und fertig. Ablegen, entspannen. Gut,
Jetzt nehmen wir nochmal die Beine hoch und lassen jetzt aber die Arme auch unten und kreisen nochmal die Sprunggelenke. So. Und dann ein bisschen ausschütteln. So, quasi ein bisschen Radfahren, um das Ganze zu lockern und ein bisschen zu entspannen.